Warum warst du, oder malst das Bild da jetzt auf der Kamera? Ne, ich mal das hier noch. Sieht das hier so mit der Scheibe oder sieht die so ultra? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder unterwegs. Es geht weiter mit der RS4 Limo. Wir fahren in Ruhrpott. Es geht zu David Motorentechnik. Ich glaube, Kevin hat Urlaub, aber Papa Miguel ist da. Und es geht weiter mit der Montage. Wir haben beim letzten Mal, mussten wir ja noch Kohlewelle schleifen, Plaulagerspiele einstellen. Das ist alles gemacht, es ist alles zusammengebaut. Jetzt müssen wir nur noch letzte Thematik uns mit der Platte drunter beschäftigen, weil das ist nicht ganz so einfach mit dem Montieren. Absolutes Neuland für mich, habe noch nie eine Verschleifungsplatte angebaut. Deswegen machen wir das auch definitiv da. Und dann kommt noch ein Gast aus der Schweiz. Ich weiß noch nicht, ob das alles in ein Video kommt oder ob wir zwei Videos machen oder. Ich würde sagen, los geht's. Mal gucken, wie weit wir kommen. Yes. So Miguel, erzähl mal, V6 zusammen hier. Kommst du überhaupt klar mit so einem kleinen Block? Weil wenn ich so deine Motoren sonst so sehe, die hier sind, da kannst du dir fast in einen Zylinder reinschmeißen. Nein, nicht ganz. Die Größe ist nicht entscheidend. Das ist eher die Komplexität und die Erfahrung. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, Kurbeltrieb zusammensetzen ist jetzt für so einen Motor, wenn man einige Dinge beachtet, für uns Routinearbeit, mehr oder weniger. Man muss auf die Öldüsen achten, aber den Motor weiter zu komplettieren wäre nicht so mein Ding, weil ich nicht nur, weil ich es nicht auseinandergenommen habe, sondern weil ich einfach nicht genügend Erfahrung mit den Dingern habe. Man kann mit den Steuerzeiten und so weiter zu viel falsch machen. Da gibt es noch irgendeinen Trick, der in Handbuch auf Seite 273 in der Neuversion im Kapitel B beschrieben wird, den ich dann nicht weiß. Und noch nicht. Ja, vielleicht. Aber sonst ist jetzt alles Lagerspiele, passt ja. Alles, alles tut ja. Ich denke schon, ja. Wir haben die Ölspritzdüsen nochmal kontrolliert. Wir haben mit dem Endoskop nachgeguckt. Man kann das fast nicht erkennen. Eine Ölspritzdüse war ein bisschen zimperlich. Die braucht etwas Überzeugungsarbeit. Die mussten alle nachjustiert werden, damit sie auch in den Kolben hineinspritzen und nicht neben den Kolben. Man hätte sie auch so setzen können, dass sie neben den Kolben spritzen. Hätten sie auch Platz gehabt, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und es geht schon sehr eng zu in dem Motor, muss ich sagen. Das ist so eng, dass man mit dem Endoskop nicht mal reingucken kann. Ja, ich wollte euch auch gerade die Ölspritzdüsen zeigen, aber selbst das fällt mir schwer, weil man sieht sie wirklich selber kaum noch. Also da ganz unten drin, das leidige Thema immer bei diesen Motoren. Ja, ich glaube, da genau sieht man so ganz bisschen in der Tiefe diese Düsen. Und das Problem ist, man kann ja auch nicht einfach von der Seite gucken und sie ausrichten, weil logischerweise Kolben davor ist, das heißt, man sieht gar nichts mehr. Ne? Ja. Das ist immer so das Problem. Ölspritzdüsen-Thema ist bei euren Ami-Motoren aber auch? Oder sind die dort anders aufgebaut? Jein. Ölspritzdüsen wären ein Traum, den wir gerne hätten. Aber es gibt bei den Amis kaum Motoren mit Ölspritzdüsen. Es gibt zum Beispiel von Chevrolet aus der LS-Reihe den LSA. Das ist der mit Kompressor aufgeladene 6,2-Liter-Motor mit 50 oder 80 PS. Das ist der einzige Block, der Ölspritzdüsen hat. Weiß ich auch nur deshalb, weil wir so einen Motor neulich mal aufgebaut haben. Und der hat die schönen Blöcke sitzen. Alle anderen haben das nicht. Und das Kuriose ist, die Amis bauen ja hauptsächlich Viertelmeile-Renner oder sowas. Die haben auch keine. Ich weiß nicht, wie es bei den Nesca-Rennern ist. Theoretisch müssten die Nesca-Renner Ölspritzdüsen haben. Wo drin siehst du den Vorteil von einer Ölspritzdüse? Ist es mehr die Schmierung von dem Zylinder oder das Öl auf dem Kolbenboden, was den Kolben kühlt, oder einfach das Gesamtpaket? Also Porsche-Versuche in den 70er Jahren haben ergeben, dass eine Ölspritzdüse die Kolbenbodentemperatur um durchaus mehr als 25 Grad Celsius senkt. Mhm. Das ist also schon ein spürbares Weniger an Hitze. Mhm. Also es geht da in erster Linie darum, wirklich zu kühlen. Von Dieselmotoren mal ganz abgesehen, die ohne Kolbenkühlung im Ringkanal überhaupt nicht mehr klar kämen. Mhm. Bei Dieselmotoren ist ein unbedingtes Muss und bei Verbrennern ist es eigentlich so, je höher die spezifische Leistung ist und je höher die Dauerbelastung ist, umso wichtiger wird die Kolbenkühlung, weil dann werden einfach die Spitzendrücke und die Verbrennungstemperaturen und Intensitäten zu hoch. Und heutzutage haben ja fast alle Motoren, alle kleineren, in Anführungszeichen. Also Bei Benziner ist es so, da ist einfach nur ein Röhrchen, was in den Kolben unten reinspritzt. Und beim Diesel ist es so, der Kolben taucht richtig in dieses Röhrchen rein. Und das wird richtig durch den Kolben einmal durchgespritzt, so richtig, ne? Genau, richtig. Der Kolben ist ein sogenannter Kühlkanalkolben. Jetzt entscheidende Frage. Mhm. Ich habe es schon öfter gehabt, dass ich, weil das so eng ist, eine Ölspritzdüse mal abschlage. So, das heißt, die ist weg in dem Moment. Ja. Ganz oft hat der Motor dann auf dem Zylinder einen Plaulagerschaden. Kann das sein, dass diese offene Düse so, also dass die Drosselung im Ölkanal fehlt, dass dann der Öldruck im Plaulager zusammenbricht? Ja. Kann definitiv sein. Also es ist so, du hast ja ein Druckventil in dem Düsenstock sozusagen, der zwei Düsen miteinander verbindet. Da gibt es ein Öldruckventil, das erst ab einem Mindestdruck öffnet, damit dir nicht im Leerlauf, wo du die Ölspritzkühlung nicht brauchst, der Öldruck zusammenbricht. Aber die Menge ist definitiv eigentlich nur begrenzt durch das
Endröhrchen. Das ist ja nochmal kalibriert auf ein kleineres Maß. Da hast du eine freie Düsenbohrung von vielleicht 1,5 mm. Mhm. Viel mehr ist das, glaube ich, nicht. Und der Rest des Rohres hat vielleicht einen freien Innendurchmesser von vielleicht 2,5-3 mm. Wenn also diese kalibrierte Bohrung wegfällt, spritzt du mit einem offenen 2,5 oder 3 mm Kanal. Und der Ölkanal, der an diese Düse angeschlossen ist, er leidet dann natürlich einen Ölmangel, logischerweise, weil da der Öldruck zusammenbricht. Okay, also absolutes Muss, Ölspritzdüsen anzuhaben. Also für eure Motoren sowieso. Ja. Das ist, cool. Ich denke, dass die Zuverlässigkeit einfach dadurch deutlich erhöht wird. Und ihr fahrt ja auch längere Strecken teilweise. Und ihr fahrt ja 300 km/h und Ähnliches. Und das ist ja nicht wie ein Viertelmeile-Sprint, der nur 10 Sekunden dauert. Bei euch gibt es ja auch mal eine halbe Minute auf die Glocke oder noch mehr. Ich weiß nicht, ob wir dann schon da sind, dass wir die Behaarungstemperatur des Kolbenbodens erreichen, wo das thermische Gleichgewicht besteht zwischen zugeführter Wärme und abgeführter Wärme. Aber ihr seid auf jeden Fall definitiv näher dran als wir. Dieser Punkt klingt aber fürs Material schon mal schlecht. Weil das würde ja bedeuten, dass Kolben richtig heiß ist, ne? Also Kolbenboden hat ja locker ungefähr 250 Grad in der Mitte, ungefähr über den Daumen. Und oben in der Ringzone hast du ja teilweise immer noch so um die 200 Grad Celsius. Und das ist schon eine ganz schöne Menge. Das mag das Motoröl nicht so gerne. Du hast aber teilweise am Hemd und plötzlich nur noch 120 Grad Celsius. Das ist also ein sehr, sehr großes thermisches Gefälle vom Kolbenboden zum Hemd. Und natürlich möchtest du die thermische Belastung nicht zu hoch treiben, weil Aluminium wird weich. Wenn Aluminium weich wird, brauchst du größere Stärken. Das heißt also, du müsstest, wenn du den Kolben nicht kühlst, einen dickeren Kolbenboden haben. Ist kontraproduktiv. Wird wieder Gewicht, Schwingung und so weiter. So, jetzt an diesem Motor ist jetzt ja das Entscheidende. Hier habt ihr eure Böcke für gebaut. Und jetzt, wenn man von oben drauf guckt, sieht man, hier ist einfach gar kein Platz mehr. Ne? Das ist wirklich jetzt sehr eng. Alles ausgereift. Jetzt ist die entscheidende Frage. Dieser Platz zwischen den Böcken und den Wangen, das sagst du, ist aber noch ausreichend genug, dass da nicht irgendwie eine Art Sog zwischen entstehen kann oder so? Weil das geht ja schon immens schnell an dieser Fläche dran vorbei. Natürlich gibt es da eine gewisse Reibung. Das ist aber jetzt Gasreibung. Die ist natürlich nicht besonders groß. Also wir haben das schon so ausgemessen, dass die Böcke möglichst stabil sind. Und ich denke, ob du da jetzt 0,5 Millimeter Platz zwischen der Wange und dem Bock hast oder 0,8. Man müsste mal einen Vergleichsmotor aufbauen und messen, ob das vielleicht 1-2 PS Unterschied macht. Könnte sein. Ich will das nicht in Frage stellen. Also es ist ja oftmals so, dass auch zum Beispiel die Formel, die Gegengewichte der Kurbelwange teilweise Strömung günstig angeschnitten werden und das bringt dann nochmal irgendwie 2 oder 3 PS für euch, also ein paar Millibar Ladedruck mehr. Wenn die Turbolader noch Reserve haben, machen wir das natürlich gerne, aber wir sind ja meistens so Piloten, die schon immer am Limit fahren. So, jetzt mussten wir nochmal eine neue Platte machen. Warum? Das seht ihr in einem späteren Video. Das hat erstmal mit dieser Thematik erstmal rein gar nichts zu tun. Die Platte muss jetzt hier final nur noch drauf. Ich sehe, die hast du auch wieder schön geschliffen von beiden Seiten. Die ist schon wieder vorbereitet. Wie machen wir das Ganze jetzt bei dieser Platte? Ich habe noch nie einen Motor montiert mit Platte. Noch never. Mit Abdichtung. Weil hier kann ja theoretisch das Öl überall durch. Ja, meiner Meinung nach ist es so, dass man zuerst eine dichtungsfreie oder zumindest dichtmittelfreie Probemontage durchführen muss, weil da ja auch eine Trockensumpfpumpe drankommt und andere Anbauteile. Man muss schauen, was das Ganze passt. Man muss es also einmal probemontieren. Tut man das nicht und man setzt die Hoffnung, dass schon alles passen wird, schmiert alles mit Dichtmasse ein und stellt dann fest, es passt doch nicht an irgendeiner kleinen Stelle oder es müsste was nachgebessert werden, dann hat man die ganze Pampe dran gelegen. Dann lieber zweimal montieren und davon einmal. Okay, jetzt hast du gerade vorweggenommen, was vielleicht im nächsten Video kommt. Macht nichts. Wir montieren das, wie du sagst, trotzdem mal Probe. Ein entscheidender Punkt ist, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, ist halt auch punkto mit den Flanschen. Die dürfen natürlich auf gar keinen Fall drüber hinaus stehen, weil sonst stehen die ja am Ende auch in die Platte rein, ne? Ja. Okay, aber das sieht doch schon mal hier hervorragend aus. Gab es doch schon mal Motoren, wo du das nochmal nachplanen musst? Ja, des Öfteren. Ja. Vor allem zum Beispiel englische Motoren, Jaguar beispielsweise ganz oft. Oder auf der gegenüberliegenden Seite am Zylinderkopfbereich BMW 2002 Motoren und so. Ständig eigentlich. So, hier gibt es auf jeden Fall einen Trick, wie wir vorbeikommen, weil ich bin nämlich gerade schon einmal vorbeigekommen. Ja, der würde ich sagen. Ja, da steht ein bisschen über, auf jeden Fall. Wir können jetzt nochmal ein H-Lineal holen und das prüfen. Und hier steht er vielleicht sogar ein bisschen unter. Aber dieser Überstand hier, der deutlich fühlbar ist, darf nicht sein. Okay, das heißt, wir müssen tatsächlich hier auch wieder planen. Ja. Das ist nicht viel, aber es spielt keine Rolle, das darf nicht. Aber wie machen wir das mit dem? Den spannst du jetzt einzeln auf zum Planen?
Weil wir können ja, jetzt ja nicht mehr am Block können wir ja losfahren, weil wir jetzt nicht mehr rüberfahren. Nein, der muss einzeln aufgespannt werden, klar. Okay. Mit der Messuhr ausgerichtet, so dass er da zum Beispiel ein paar Hundertstel höher schiebt, die würden wir möglicherweise auf der Schleifmaschine machen. Und er darf ja ruhig notfalls 200stel Unterstand haben. Das wäre ja nicht so schlimm. Das mache ich nicht. Ne? Überstehen. Jetzt sieht man hier aber mal, wie das ist jetzt ja wirklich so eine massive Kassette alles, ne? Wie dicht das alles ist. Da ist ja wirklich jetzt gar kein Spielraum mehr. Ja, so, jetzt müssen wir uns eine Sache jetzt müssen wir kurz mal raushebeln hier. Eine Sache kurz angucken. Auf der Rückseite läuft hier das Öl zurück, fällt mir dabei ein. Jetzt müssen wir da mal angucken, dass wir da nicht jetzt irgendwie einen Fehler machen. So, da ist ja der komplette Rücklaufkanal. Hier müssen wir nämlich auch gucken, da könnte es sein, dass da noch eine kleine Kappe rein muss. Sag schon. Zentrierstift in die Kuh. Nee, nicht Zentrierstift, sondern eine Verschlusskappe, dass das so eine Fertigungsbohrung ist, die noch offen ist. Ach. Die wir irgendwann mal aufgemacht haben, wie hier, so Wasserstopfen halt. Ja. Ne? Da erinnere mich auch, da war irgendwas. Aber prinzipiell läuft hier das ganze Wasser, das ganze Öl aus dem V wieder rein. So, auch hier an den Seiten. Man würde hier wunderschön hängen bleiben, eventuell. Genau, und ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht hier Fräsung brauchen, leider. Ja. Du weißt ja, weil das Öl muss ja, also wir müssen das Ganze jetzt auf den Kopf vorstellen. Mhm. Das Öl würde sich ja hier in den ganzen Kanälen sammeln. Ja. Beziehungsweise falsch, wir haben hier Öl und hier haben wir Wasser sogar. Das ist Wasser, meine ich. Wie wird denn das gedichtet? Das kann nicht sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Ohne jetzt. Also hier ist Öl und in der Mitte drumherum. Kann ich mir fast nicht vorstellen, was da. Da ist, ist auch Öl. Hast recht, ist beides Öl. Genau. Oder was genau andersrum? Da doch dieser Kanal, ist das Öl oder Wasser? Das ist Öl, das ist hier Rücklauf, ne? Hier oder nicht? Ölrücklauf. Genau, hier ist Wasser und das ist Öl, ne? Ja. Okay. Druckloser Ölrücklauf. Dann ist beides definitiv Öl. Und jetzt müssen wir trotzdem gucken. Ich hole mal einmal den Originalflansch. Das hier war der Original. Das ist der vordere, das ist die Nummer 1 von vorne, weil da der Stiftbogen ist. Der da für die Axiallager, das ist der hintere. Genau, falsch schon gedacht. So ein Riesenunterschied ist das nicht. Eigentlich gar keiner, ne? Nee. Ich denke mal, dass das Gehäuse da überhaupt nicht dicht abschließt. Wenn das quasi 3/10 Luft hat zu dem Bock, reicht das ja. Dann reicht das, ne? Okay. Ja, es sind halt alles so Punkte, wo man jetzt drüber nachdenken muss, wo man sich sonst später den Bockmist mit reinholt, ne? Ja. Okay. Weil wenn man das richtig abdichten würde hier, dann würde sich ja der Öldruck aufbauen und dann würdest du praktisch das Ganze zum Simmerring rausnehmen. Ja, ja. So. Okay, das heißt, das Erste, was wir jetzt machen müssen, mal wieder nacharbeiten. Ich würde dich bitten, geht das recht einfach, den Flansch zu planen, oben ein bisschen wegzunehmen? Ja, lass mich das vorher messen. Ich muss ein Messgerät holen. Okay, dann messen wir das an. Ich brauche dafür grob geschätzt eine halbe Stunde ungefähr. So, weil das müssen wir ja, oder ist zum Probemontieren erstmal egal. Ich denke, dass das zum Probemontieren nicht so entscheidend ist. Ist egal, ne? Weil wir jetzt eh die Wanne und so, wir ziehen das jetzt ja eh nicht endfest alles. Deswegen ist es egal, ne? Ja, dann würde ich sagen, als Nächstes ziehen wir das einfach wieder los, stecken die Platte einmal drauf und ziehen das Ganze fest und gucken uns das Ganze einmal an. So, bei der finalen Platte haben wir jetzt auch nochmal alle, ich nenne es jetzt mal Toleranzen angepasst, also alle Durchmesser. Und die geht jetzt wirklich gerade so sauber drauf. Das fühlt sich gut an. Also bewegen tut sich da später auf jeden Fall nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon wieder an diesem Motor am Experimentieren sind. Lange? Lange. Ich würde sagen, bestimmt 12 Monate in dem Dreh. Aber das Ergebnis, wenn ich hier so drauf gucke, ihr wisst ja noch nicht, was so alles an diesem Motor rankommt. Ich will euch diesen Spaß auch nicht im Vorfeld nehmen, weil so viel Zeit ist jetzt ja auch nicht mehr, bis er dann zusammen ist. Ja, also doch, es wird noch ein bisschen dauern, bis er endgültig läuft. Ich sag mal realistisch, bis das Ding läuft, 6 Monate bestimmt, würde ich jetzt mal sagen. Also laufen im Sinne von, dass wir da mal Leistung drauf geben, Prüfstand und so weiter. Aber optisch, dass man schon mal erahnen kann, was so geht, das sollte bald passieren. Wollen wir ruhig alle Muttern drauf machen oder nur ein paar? Alle, wenn pro alle, ne? Gucken. Alle.
Vorführeffekt. Sehr magnetisch. Habt ihr einen Magneten? Weil sonst drehen wir um, dann wird bestimmt irgendwie rausfallen. Haben wir schon was zum Anziehen? Ja, so ein bisschen anziehen schon, ne? Ein bisschen anziehen schon. Herein spazieren! Patientenpartner, das ist richtig. Ja, genau richtig. So, hoher Besuch aus Schweiz. Wie viele Kilometer hast du? 700 knapp. Und zwar, Amel ist hier derjenige, der eigentlich auch diese Platte gebaut hat. Genau. Schön, dass du da bist. Hi. Wir sind zur Sekunde bei der Montage von der Platte. Kannst du dir live quasi alles angucken, wie das hier so abgeht. Okay. Nee, wir wollen das Ganze einmal Probe montieren nur. Mhm. Ich habe schon angekündigt, dass wir gleich noch ein weiteres Video machen. Amel ist hier, Firma Amstec Motors. Ihr baut für diesen Motor diesen geilen Scheiß hier. Wir reden von einer Trockensumpfschmierung für den V6 Bitoro Motor. Und die Leute dann ein bisschen mehr erfahren. Ist der schon eingestellt hier? 110. Gleich, würdest du einen Einzug durchziehen? Wie machst du so? Nee, eigentlich. Eigentlich nicht, ne? So, was hast du? 13 mache ich. Wie viel? 13. Fährst du selber mit Platte auch? Ja, aber nicht 15 mm. Weniger? Ja. Dann machen wir einmal erstmal 50, einmal. Ich meine, zum Proben montieren reicht das eigentlich auch. Ich mache immer von innen nach außen eigentlich. Also ich habe gerade schon gesagt, wir haben jetzt bei der letzten Platte hier jegliche Toleranzen runtergeschraubt. Also es war tatsächlich so, die musste man jetzt mit dem Hammer über die Bolzen kloppen. Okay. Also leicht, jetzt nicht schwer. Und man musste jeden zweiten Bolzen auch rausnehmen. Also die sitzt jetzt wirklich perfekt, so, dass sie genau, genauso sitzt, wie sie soll. Also das ist schon echt eine verdammt enge Sache. Gerade jetzt so mit der Platte. Wie so die Wangen hier rauskommen, ne? Also das ist ja schon wirklich Millimeterarbeit und es ist schon alles an der Platte freigefräst, dass das gerade so alles passt. Aber ich würde sagen, lässt sich drehen und hört sich gut an. Ja. Das heißt, jetzt wären wir tatsächlich theoretisch soweit, alles wieder runter, heißt Platte, Deckel, Deckel. Erst die Deckel ansetzen, dann die Platte abdichten und Platte drauf. Ja. Okay, los geht's.